In der aktuellen Fragestunde der Mai-Sitzung des Landtages wurden 21 Anfragen behandelt. Thematisiert wurden unter anderem der Bereich Mobilität, Probleme im Gesundheitsbereich und die Green Bonds von Alperia. Weiters hat das Plenum die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung namhaft gemacht, der mit Vertreterinnen und Vertretern aller Landtagsfraktionen besetzt wird. Angenommen wurde ein Beschlussantrag der Grünen, mit welchem Maßnahmen gegen die Rentenlücke von Frauen vorgeschlagen werden. Abgelehnt wurden indes ein Antrag von PD Demokratischer Partei zur Anpassung des Pflegegeldes an die Gehälter der Hauspflegekräfte sowie zwei von Südtiroler Freiheit. In einem der Anträge wurde die Errichtung von öffentlichen Toiletten entlang der Radrouten gefordert. Einer war an die Regierung in Rom gerichtet und befasste sich mit Maßnahmen gegen die Teuerung. Diskutiert wurde auch ein Antrag des Team K zur schnelleren Auszahlung der Wohnbauförderung.